Versprochen ist versprochen. Deshalb heute also auf vielfachen Wunsch Tartar à la Bienfait. Ich habe hier einen Klumpen Tartar, frisch durchgemangelt, hätte ich fast gesagt. Also jedenfalls 200 Gramm pro Person. Als dann. Zunächst einmal hier mit diesem ganz wundervollen Gerät habe ich eine Zwiebel zerkleinert. Ich nehme meist eine rote Zwiebel. Kann man lang genug machen, dann hat es auch entsprechend die Konsistenz. So, hier rein. Ja. Die Zwiebeln, wichtiger Bestandteil. Ja, vielleicht sogar der zentrale. Also ohne Zwiebel würde ich es nicht mögen. Okay, nicht vergessen, das Ding sauber zu machen. Am besten gleich hinterher, ein bisschen Wasser rein. Als dann, Kapern. Ich nehme solche aus Salzlake, aber Vorsicht, deshalb besser hinterher nicht mehr nachsalzen. Das könnte man bei Tisch machen. Wenn es versalzen ist, dann war die böse Schwiegermutter schuld. Und ein Ei, nur das Gelbei, also pro Person ein Ei. Ich trenne das hier, das Dotter. Ich nehme übrigens XXL-Eier, damit das Dotter ordentlich groß ist. Mit dem Weißei kann man nichts anfangen. Rein damit. Und fort damit. So, wieder schön sauber machen. Paprika, edelsüß. Auch nicht zu knapp. Macht nichts. Und ganz, 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 ganz wichtig, Senf. Ich habe hier französischen. Den werdet ihr nicht überall in Deutschland bekommen, wahrscheinlich eher nicht. Aber bei der Auswahl des Senfes solltet ihr wirklich aufpassen. Das ist ein zentraler Bestandteil. So, was fehlt? Es fehlt natürlich Kapern, habe ich Salz. Ah, ein bisschen Pfeffer könnte nicht schaden. Ja, aber wie gesagt, das kann man auch am Tisch noch hinzugeben. So, und dann ein Schuss Calvados. Ohne Alkohol geht das ja hier nicht. Bisschen, nicht zu viel, sonst schmeckt das zu stark durch. Ich gehe jetzt her und vermenge das mit der Hand. Kann man hygienischer hinbekommen, aber wir sind unter uns und abgesehen davon verzehre ich das heute alleine. Ihr kriegt nichts davon ab. Jo, und wieder sauber machen. Am Schluss noch, aber das ist eigentlich reine Deko, ein bisschen Schnittlauch nehme ich drüber und das mache ich mit der Küchenschere. So, das Wort dann, wie man in Köln sagt. Und dann stellt sich noch die Frage, was isst man drunter? Ich nehme das oberleckere Schwarzbrot von Märzenich. Das ist eine Apotheke, also erschreckt euch nicht beim Preis. Aber die Qualität ist wirklich hervorragend. So, ja, war es doch. Ach so, was ich noch erwähnen sollte, der ein oder andere nimmt Butter auf das Schwarzbrot, ich auch. Darauf kann man verzichten, das Tartar ist schmackhaft genug. Ja, und dann, ihr wisst ja, gemeinsam sind wir viele, gemeinsam sind wir stark und in diesem Fall lasst es euch schmecken.